Eschelbahn gefällt mir, windig, gut. Gorkiban, Gorkiban. Asia, Adaptation-Ban, okay. Adaptation-Ban, sorry. Wieso ist Aurelia eigentlich im Pro-Bay gemacht, weil sie jetzt rausgekommen ist? Die wird wahrscheinlich in zwei Wochen oder so enabled sein. Jetzt ist die Frage, ne? Bannen sich hier Corki? Oder gehen sie jetzt für Corki zu Sana Ban? Trade-off. Jetzt mit Asia raus. He leans on the Azir. Take that away from him, and we'll find out what T1's draft isn't like in game 2. I feel like Faker was also not POG. Corkiban, okay. Itemization and his ability to just shut down some of those. Hallo, Herr Meister, du bist viel zu spät, mein Lieber. Was ist die Entschuldigung? Du bist viel zu spät. Dass er irgendein Game, nee, einfach neuer Champion. Oh, Ken auch raus jetzt. Das heißt Rumble offen, Renekton offen. Interesting. Sehr, sehr interesting. Jetzt die Frage, Sejuani, Renekton, Maokai, alles offen. Kenny Junior, danke für den 13. Rumble gebannt, okay. Sejuani offen, Renekton offen. So, jetzt könnte hier theoretisch Sejuani kommen. Tristana offen ist schon genervt, das ist Live-Patch, das heißt, es ist genervt, Tristana, ja. Sejuani jetzt, wie wär's? Again, very quintessential to how that comp for T1 played out and made it so difficult for them to set up those dives. They made just kind of 12:30 was geschedule, wir waren gemeint, relativ harter Storm, Sejuani Pick, okay. Ich weiß, was willst du danach noch picken? Support glaube ich nicht, wahrscheinlich eher gehen wir Richtung AD Carry oder gehen wir mit oder picken wir Tristana? Picken wir Tristana? Jace, oh, ich liebe Jace. Jace gemacht auf dem Patch auch in der LCS. Jace relativ oft gebannt sogar. Letzte Woche. Wunderbar. Ivan Tristana? Ivan Lucian, okay. So, was ist jetzt die Antwort? Was haben wir jetzt in Mitte? Azir raus. Was machen wir jetzt hier rein? Picken wir jetzt einen Faker Classic? Irgendwas wie irgendwas AP Heavy? Orianna, Ahri, in die Richtung oder was spielen wir? Thalia? Oh, weiß ich nicht. Thalia. Oh. Okay. Boah, gefällt mir das? Gefällt mir das? I don't know, ob mir das gefällt. So, jetzt müsste eigentlich auch Botlane relativ, also okay. Auf Botlane kannst du jetzt relativ stable Botlane spielen. Wenn hier ein F-Draft kommen würde, wäre ich wieder happy mit, okay? Weil dann kannst du full Topside wieder spielen und das wäre und das würde passen. Ist Way noch spielbar? Ich finde Way immer noch starker, aber spielt momentan nicht mehr so viel. Aber das kann es sein, F. Hör auf, ihr zwei, sie hat tendiert, also sie ist leider gebannt. Na, sie ist leider gebannt, deswegen ist der raus. Wie gesagt, MF jetzt für T1 wäre ich relativ happy mit. Wenn ich Support ziehst du für KT, sie brauchen auf jeden Fall Engage. Das heißt, Rell Nautilus. Rell Naut. Woher kennt du und Talk in sich? Wir haben 2020 zusammengespielt in Maus. Da kennen wir uns. Lass uns bitte, mein Fehler, sorry. Könnte es Lucian Nami Botten werden? Ah, nicht so stark, ne? Könnte aber nicht so stark. Leona nach oben. Ja, ich bin größerer Freund von Rell tatsächlich. So, obwohl, gegen die, mit der Kompass ist sogar tatsächlich. Ist okay. Senna ist offen. Oh! Okay, das heißt, wir können hier Last Pick On bekommen, Nautilus bekommen, Seraphine Leo. On, pick on, pick on, pick on. Pick on. I mean, pick on. I don't know where it's good. I mean, theoretically it could. Yeah, it's a lot of. Nicht weit, pick on. Sejuani Senna. Pick on. For the Vitalia as the final locket. That's actually pretty cool. That's very T1. And, pick on. It is relatively risky, but they're gonna do it anyway. Oh, that's the lease in. It's happening.
Oh, thank goodness. SSC Johnny Button, right? I don't know. Okay, SSC Johnny Button. Okay. Okay, SSC Johnny Button. Okay. Passt. Okay. Okay. Essen ist noch am Kochen. Es ist noch nicht verbrannt. Das ist okay. Noch irgendwie gesalvaged. Lasst ihn kochen. Lasst ihn kochen. Die haben viele Tools. Die haben sehr, sehr viele Tools. Und die haben auch richtig viele Tools um Early Jakes herum wieder. Ist okay. Gamba ist offen. Chat, jetzt Punkte setzen. Gamba ist offen. Sofort. Sofort Punkte setzen. Wird mir Serpents bauen, kannst du. Kannst du. Auf Senna. Sofort, ich will hier mindestens mal 10 Millionen Punkte setzen. Gesetzt sehen. 10 Millionen Punkte müssen drin sein, Chat. Sofort. Oh, 10 Millionen Punkte setzen, sofort. We're just trying to remember. The fact that it could happen. Well, this time it's a near unanimous for KT, and so far not looking. Boah, der Damage schreit halt, also hier schreit nach Low Damage, ne? Mit Late Game, wenn der Lucian nicht super hätte, schreit's hier echt nach Null Damage. No joke. Great T1 draft, cool flex of the Sejuani into the support role. We'll see what Carrier can get done. Yep, I'm very interested. 7 Millionen, noch mehr. Ich brauche 10 Millionen mindestens, ihr Frauds. KT-Quote 4,5. Sehr schön. Genau, T1 Fighting. Alright, everyone extraordinarily loud, as per usual. Absolutely fantastic. Deft is gonna be piloting the Seraphine. He's gonna be conquering things there on the bottom side. Conquer auf Seraphine, ja, okay. 10 Millionen voll gemacht. Clap für euch selbst. Clap. Clap für euch selbst. So, Botlane, das ist ein Snoozefest, hier sollte eigentlich nichts passieren. Theoretisch könnte Guma sich freilösen und dann Toplane spawnen mit einem Jace, das sehe ich sogar. Minute 4, 5, erster Reset, Senna auf Toplane spawnen, sehe ich. Sehe ich. Ansonsten Botlane an sich sollte nicht viel passieren, Toplane Main Focus von dem Game, ja, wissen wir. Das heißt, mit Empire auch dementsprechend wichtig. Muss leider raus zum Arzt. Ja, warum? Was hast du? Entschuldigung, was hast du? It is really scary to think about the potential of this composition. Kind of uncharted territory. As Renekton's not a traditional tank, but with all the shields. Sind alle 10 eigentlich Worlds Winner? Nein, Perfect hat noch nicht gewonnen. BDD hat auch noch nicht Worlds gewonnen. Die beiden haben noch nicht Worlds gewonnen. Perfect und BDD. BDD. Hat Zeus Jack of All Trades und Cookies? Hat er es? Weil da habe ich nicht drauf gehört. Sorry. Nee, gerade kam es ja. Ich hätte nämlich auch gedacht, dass er 10 Stacks voll bekommt. 5 sehe ich, aber 10 unwahrscheinlich. Cosmic Cookies, okay. Was denn gestern ist ja Genji? Ja, Genji. Conquer Seraphine, yeah, here in the bottom lane, not looking for Comet or any sort of area, any sort of harass. I mean, Conquer kann ich sehen, weil er wird wahrscheinlich Legend Haste haben, I guess, aber könnte es auch Comet gehen mit Legend Haste und, boah, starke Trace und Faker. Wenn er es in Jungle macht, halt einen kleinen Full Clear, Engage von Barrel. Boah, die werden halt verprügelt, ne? Doppel-Q von Seraphine, das schmerzt. Ich habe Fieber und musste meine Krankenmeldung holen und die schließen bald. Chat? Also gute Besserung erstmal. 20-1. This is LCK only, by the way, has a lot of wins internationally on this pick as well. Yep. That is a pretty good scoreline. He lost once. Dem Mann geht's schon scheiße genug. Ist okay, ist akzeptiert. Ist schon scheiße. Ist scheiße, ist okay. Valid ist valide. Ja, gute Besserung. Okay, passt. Also a champion that isn't necessarily as strong as it used to be. You know, a lot of those wins did happen previously. So this is going to be slightly. Er war ja auch hier. Okay. Yes. It is kind of tricky to play a Sejuani into Seraphine Leona. Ich bin auch im Krankenstand. Gute Besserung an den, der krank ist. Im Chat so, gibt es bestimmt einige, die momentan irgendwas wegtanken. Gute Besserung. In die Runde. Erstmal ein gutes Good Kick in die Runde. So,
Also Barrel hat aber auch Bock hier, ne? Aber es passiert halt auch Botten. Da kann halt nichts passieren. Das ist halt crazy. Es kann halt nichts passieren. Ich sag euch außerdem die Stacks von der Senna, wenn sie durchgezeigt werden. Ich wurde operiert. Gute Besserung. Ansonsten relativ non-interactive Early Game. Wie gesagt, Zio ist schon 10 Creep Lead. Das passt. Wo ist Tolkien? Bei der Darts Event von Hanno. Darts WM, Darts Event, wie auch immer. Darts Influencer WM heißt es, glaube ich, offiziell, ne? Pawns Jace as well. I mean, he's here in the crowd. One of our better mid Jace players is Pjoshik. Schöne E vom Faker. Er wollte damit den Gank. Ona. Da geht halt gar, also da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Meine Weisheitszähne wurden gezogen. Hoffentlich alle vier auf einmal weg mit dem Schrott. Du machst auch LEC heute Abend? Nein, Basti und Kernos machen für euch die LEC heute. Ich mache lediglich Tion. Ist eine Ausrede auf jeden Fall. Obwohl, ist immer schwer zu sagen. Ne? Ich glaube, das Problem ist hier, diese Comp hat nicht so viel Damage im Late Game. Das weiß ich nicht. Also, okay, ich werde tatsächlich immer überrascht von Seraphine Damage, aber ich sehe nicht den Damage. Ich sehe den Damage nicht. Halten nur zwei zum Glück, das ist sehr gut. Schöner Sidestep, noch ein nächstes Soul mit dem. Sie hat 15 Seelen, die Senna. Und der Jace wird reinknallen, ne? Also ich weiß nicht, geht Jace, Sarah, wer geht eher Serpents Fang, Jace oder Senna? Loki die Senna, right? Loki die Senna? Been a while since we've seen Lucian mid as a mainstay. It's really been since 2021 when the Showmaker Lucian era was there, banned every game. Yeah. But he's putting the pressure on. He's doing a great job. Lucian was changed with. So und jetzt, wie gesagt, Gumayusi, wenn jetzt based und auf einmal auf Toplane spawnt, weil jetzt haben wir diesen 6 Minuten Timer. Das heißt jetzt hier am Base von Guma und er spawnt auf Toplane, würde mich null verwundern. Okay, stattdessen macht Ona schon Solo. Ne, das ist natürlich Lee Sin gegen Kollegen Ivan. Da geht gar nichts. Da geht gar nichts. Also auf Seiten von Ivan natürlich. Hallöchen Akashi, danke für den 10. Monat, vielen Dank. Mehr wegen Items tendenziell. Ja, die Sache ist, Jace kauft nicht mal mehr so viel. 50-50, Ona hat keinen. Oh mein Gott, Piosik hat geintet. Muss rüber vielleicht. Oh, wunderschön vom Faker. Trifft den W. Ist egal, ich glaube, Piosik ist dort. Oh Gott, das ist so überaggressiv von Ona. Oh Gott, das ist so überaggressiv. Ona, nein. Währenddessen Zeus, nein. Oh, das ist nicht gut. Ne, stirbt auch noch, wenn es drauf ankommt. Oh, Daisy, renn weg vor Daisy. Faker hat alles gemisst. Ja, war aber auch, also, oh, schwierig. Also Faker W war sehr suspicious. Also der W und der E waren suspicious, aber da so overcommitten in den Ivan rein, wenn er seine Cooldowns ab hat, oh, schwierig. Und Bottom bricht halt auch auseinander, ne? 65 Creeps gegen 35. Carrier ist tot. Alter, Barrel ist ein fucking Madman, by the way. Trade da one for one, weil er weiß, sie sterben. Okay, 2 Kills, das ist schon mal etwas. Toplane bricht eine Play zusammen, aber diese Grubbies, ja, können helfen. Das Problem ist nur Toplane, Tabis und Fage. So, hier nochmal das Replay, okay. Wir sehen hier, Pioschik muss direkt rüberflashen und Faker zieht hier gut mit. Misst aber sein E, sein Q misst und dann sein W misst auch noch. Eieieiei. Und dann ohne hier mit ganz falschem Ehrgeiz. Ganz falscher Ehrgeiz. Für wen bist du natürlich? Für T1, oder? Bestimmt für T1. Ganz falscher Ehrgeiz. Währenddessen Zeus natürlich auch im Fight mit dem Krokodil, aber... Wie macht's Krokodil? Schnapp, ganz genau. Krokodil macht Schnapp, deswegen stirbt Kollege Zeus dann.
Boah, sehe ich halt nicht. Dann bin ich, ist so. Wow, macht Faker wenig Damage. Tier Double M Tom, das ist katastrophal. Yeah, they got a plate. They wanted more. Gib ihm was ab. As soon as they saw owner, like that was, yeah, say the only call. We gotta kill him and Barrow. Machen wir nicht. I'm definitely gonna kill him. It's I mean, Barrow pressing Zenith Blade when there's a turret to be hit by. It's crazy. He's always doing that. He's always doing that. Yeah, we need to add. Like, if he ends up carrying this game and getting POG, we add like the little stats like times Zenith Bladed into turret range. It's like 17. Yeah, and we need the percentage. Faker. As Faker is just dead. Yeah, there's the flash forward. Gets the double tap and BDD. He's on a killing spree. Ich habe gesagt, wenn Kollege Lucian nicht super ahead ist, dann haben die nicht so viel Damage. Das Problem ist, Kollege Lucian ist super ahead. Oh, weia. Toplane wird Daisy gespawnt. Oh Gott, deswegen geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Oh Gott, was machen die? Was machen die? FR, was machen die? Er stirbt da nicht, das ist so lucky. Wow, wird der gewonnen. Was? Wo ist der Damage von Seraph? Wo kommt der Damage von Seraphin her? Hä? Blade fertig bei Lucian. Oh, weia. Watch this solo kill. As he just dashes in before the rocks can be placed. It's just a really proactive play by BDD. Strong. Kann man nicht sagen, strong. Strong. Legit strong. Lead that I have. Yeah. Legit strong. Blade Lucian, ja, passt. Kommt auch nicht raus. Ey, darf sie. Wow, der war gerade 6 Sekunden am Stück. Nein, ey, ey, ey. Wow. With fire here as Ona comes on over, but Pioshik in perfect position. Sonic Wave not gonna find the mark. Boah, spielen im Fenstermodus? Ja. Na, also, manche ist Preference natürlich. Bitte, die hat kein Flash, kein Flash, kein Flash, kein Flash. Wunderschön von Zeus gespielt. Bitte, sag mal, lohnt sich hier noch mit dem Kill? Nice. Ona, W, nee, Ona stirbt nicht. Peril hat kein Flash. Deft hat Flash, Deft hat Flash und. Ach du Scheiße, und das Grotikon. Oh mein Gott, was passiert hier? Überall Action. Rennen, 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 Keule. Er hat Flash, er hat Flash. He's fine, guys, he's fine. Guys, he's fine. Passt. Flash über Cleanse, weil wenn Cleanse mit dem E, bisschen ist das. Dass er da, also. That shit's crazy, by the way. Schön, honestly. Seraphine Damage ist halt verrückt, ne? Nerf Daisy. Nerf den scheiß Golem. Nerf Daisy, bitte. Es reicht. Es ist so ein Terror. Vorteil vom Fenstermodus, du hast halt alles kompakter auf deinem Screen. Is a pretty late dragon, but it's only, I guess, ich persönlich spiele jetzt nicht Fenstermodus, aber I can see it. Grubbies werden eingegangen, das heißt 5 Grub. Okay, keine Grubbies. Keine Grubbies für T1. Oder? Doch Grubbies für T1. Junge, wie OP ist Renekton? Hallo! Nerfs Krokodil, aber kein Flash. Kein Flash auf dem Krokodil. Das ist okay. Oh, weia, nerf it. Nerf it. Ja, weiß nicht, ob das. Oh, da wurde geallchattet. Hab ich gehört, da wurde geallchattet. Hat sie mir agreed, ja, den Weso selbst zu benutzen. Schwierig. Muss man nicht drüber reden, ja, schwierig. Damit nur 3 Grubbies. Oh, yeah, yeah. Und hier muss eine Masterclass vom Jace kommen. 40 Stacks auf der Senna. Oh, Bayer, das ist so wenig. Oder hat er hier W selbst castet?
Let's go. Hat er. Oh mein Gott, es ist so fucking greedy. Florio, danke für den 9. But just respect his composition, respect its damage output. The Senna is going to offer very little in return at this stage of the game, so you don't even really have the numbers advantage you think you do in that moment. Kind of loving what is happening here with this KT draft, though. This Seraphine working out. Blackfire Torch of Seraphine. Is this human? Boah. And Deft. Is this human? We'll see whether he does the double burn as well. Might just be a whole lot of burn. Yeah, for the Seraphine. Coxie, danke für den 34. Have to necessarily be made into the Seraphs because just gonna give you extra mana for harassment and lane feels very good. Stimmt, warte mal, wie sind denn drei Plates auf Bot lane weg? Seraphine's not balanced around farming. Barrel? Wie sind drei Platten auf Bot lane weg? Hä? He's been very adamant about picking that skin. He does have a skin that he got with Damwon, but this time I think just trying to match the Seraphine vibes there on the bottom side. Spielt er Mollig, aber selbst wenn. He's not a big self promo guy. No. He lets his gameplay speak. Der Schaden am Tom, danke. Also, he's a bit of a skin synergy in the bottom lane kind of guy as well. We have seen that he has picked matching skin. Wo ist Tolkien noch about beim the Darts Event von Max Hand of Blood? The Seraphine will have more fun. The Sejuani will have less fun. Yeah. And she wasn't having a lot of fun before, but die Magie ist weg. Sagt er das wirklich? And so constantly there's this hole where sagt er das wirklich? Uma has been roaming, but he hasn't been able to get much done. He's three levels down on Deft. Obviously, that's how this works, right? But it means he's very squishy. So even the Seraphine damage, which isn't bursty by nature, feels bursty. Tolkien sagt immer, okay, keine Magie mehr. In this composition against the Renekton, against the Lucian Burst as well. So it's very difficult for Guma to play the game, and if you don't get map control, you can't really do much with Jace here. Oder wurde dich gespottet, by the way? Oder? Doch, wurde gespottet, oder? Da war ein Ping in dem Chat. Da war ein Ping. The minion wave is coming to him now, so there's no real reason. Und wurde geschrieben, dass der Meme ist. Okay, check. Machen wir Battle of the Rune King auf Lucian. Gib Bam Scepter, ne? Das heißt, du hast ein bisschen Sustain im Early Game, wenn du gegen sowas wie Talia spielst. Damage technisch weiß ich gar nicht. Ich glaube, Blade hat mehr Damage. Kraken hat dafür mehr Wave Clear. Das heißt, das ist der Trade-off. Teller danke für den 33. Kranken für Rage genervt? Nein, auf 14.15. Das ist 14.14. Ist noch nicht genervt. And they can try to utilize it when this Drake spawns as well to use that as kind of a double whammy, look for a charge there, and then have that prio set up the brushes. So I think it is very valuable. Senna uses gold, you know, relatively. I guess it was KT Vision Offen hat, ja. But it opens up a hole in the bottom map that KT aren't that interested. Oh, der Gold, die sind nur 700 Gold, aber wie gesagt, der Lucian macht mir they have the Herald in return as BDD once again Angst. In danger. Gets a control ward in there though. That is value. Er macht mir Angst, aber on the other hand, Jay ist ziemlich gut dabei, to be honest. Mein großes Problem. Ja, ich hab die Nachricht gelesen, alles easy. Das große Problem für mich ist, diese Senna. Moment, wenn die gleich die Items zeigen, die wird wieder Double Fatality gehen. Und dann wird die komplett fucking useless sein. Once again, I mean, the passive from Seraphine actually just really doing just a whole bunch of work. It's okay, yeah. In a dash away, there's a Flash, glaube ich, würde ich sogar nehmen hier. Ja, hier kommt Double Fatality höchstwahrscheinlich, und das ist mein großes Problem. BDD not going to be biting off more than he can chew. That was a cannon that he gave up, so that he didn't die there. They had so many wards on the top side, as well as one there to the left of the dragon pit, and he's like, owner's nowhere on the map. He has to be looking for something here. I know Jace is. Yeah, I don't know. So he just had really good game sense. Zwei Items bald fertig bei Lucian. Was geht der? Geht der trotzdem Essence rüber? Ist Seju eigentlich ist nicht richtig? Ja, also Seju Botan hat ja. Das siehst du absolut richtig, ja. And KT have a Herald they can drop. They've got full cryo on this dragon. They're even going to push down this turret now. Yeah, and I think actually because they managed. Was willst du zu kaufen? Ich persönlich finde ein Defility Item into Rapid Fire besser. Oder ein Defility Item into Lord Dominix finde ich besser. Ist es nur Time Waste? Ist relativ Time Waste, ja, aber vielleicht ist es Time. Wir haben TP rein von Carrier jetzt. Reactive TP kommt, Double TP kommt rein von KT. So, Carrier, wo geht's hin, mein Lieber? Weg. Double TP kommt, Bot Entry wird fallen. Oh, aber nichts wird gepusht. Nichts wird gepusht und das ist das große Problem. Zweiter Drake wird auch angegangen, das heißt, KT wird diesen auch bekommen. Mitte Wave sollte aber despawnen.
Perfect. He wants more. Strikebreaker gonna come on through there as he's doing a lot of damage. And this Renekton. Zeus ist fein, Zeus fertig für Faker. Wird in der Mitte, wenn er mittel wird, fällt, nehmen wir das, glaube ich, dann an. Zeus TP Toplane. Passt, Ressourcen maximieren, Map lang machen, Map weit machen. Schöner Cancel von Barrel. Oh mein Gott, er kommt drauf. And the solar flare is gonna find the sweet spot. That is an interruption, but PDD is just gonna zap him down. And Faker finds himself 0 and 4, unfortunately. And KT, they're gonna put Thomas ist gestorben. Boah, dein Tier 2 Turret stirbt. Oh, Jesus Maria. T1 is basically trying to do so much here. They're not will, okay. It should still be the turret. Yeah, you can keep talking so about anyway, the other thing. I feel like the KT are just not gonna fall prey to T1 being like, aha, I get something cross-map. They're just not gonna let them have anything. Momentan gut dabei, Ivan ist sehr, sehr stark, geiler Engage und wir wissen, kein Flash auf BD vom vorherigen Play, das heißt hier Free Pick, geil. Sehr gut. Verdammt gut. This Dragon, I feel like, might be one of the highest value single Drakes we have ever seen in the LCK. The double shields. Schöner Cancel von Barrel, spielt echt ein gutes Game bisher, Barrel, ne? Super aggressiv, aber genau das, was er machen muss in dem Game. Richtig, richtig gutes Game bisher. We kill you, and then we'll get the dragon. At least they're able to, because Zeus had already set up the teleport topside, killed that top turret, have the pressure here where Owner is able to come in. And take him out. Wie gesagt, Faker, Ionis sind keine Mercs. Ja, von Lane einfach. Schwer zu vermarkten, dass du gegen Lucian Mercs gehst. Aber am Ende des Tages, Point ist der nächste Dragon hier für KT. Der Gold-Lead ist nicht so massiv, aber es sieht nicht wie T1. Sie haben genug koordiniert, um diese Ivern-Brushes zu behandeln. Aber alles, was es braucht, 50 Stacks bei 20 Minuten, das ist eine komplett useless Senna. Die Senna kannst du legit abschreiben. Komplett useless, die macht nichts mehr. 50 Souls, das ist katastrophal. KT are not just going to be simply out-macroed by T1. Absolut katastrophal. Match them at every turn. Yeah, I like that they are still staying very proactive, right? Still getting around this map, trying to take down objective after objective, find these opportunities. The more they can group up and utilize the Ivern and the shields, the more value they're going to get. As okay, Faker ultet rein, Barrel hat kein Flash, Barrel hat kein Flash. Schöne Seekers von Faker und Barrel wird hier Barrel, du stirbst. So, Barrel stirbt. Gut. BDD hat gleich wieder Flash ab, aber noch nicht. Carry hatte theoretisch Ulti. Wir haben hier einen 5-Mann-Standoff. Oh, der spielt nicht viel Sigil. Oh, der spielt nicht viel Sigil. Und das Krokodil ist so OP. Der ist aber geprockt. Sehr gut. Raus. W kommt rein. W-Combo. Oh, perfekt. Der kann sterben. Oh mein Gott. Und das sind wichtige Catches. Und wir sind 20 Minuten on the Map. BDD flasht rein. Oh mein Gott. Das ist winning. Das Game winning. Weiter. Game winning. Wichtig. Sehr wichtig. BD ohne Flash. Ich glaube, Deft ist reingeflasht, ne? War nicht BD. Vielleicht Deft ist reingeflasht. Wie viel Souls sind normal für Center bei 20 Minuten? Ich sag 80. 80 ist so. Also 100 ist so richtig gut. 80 ist okay. Oder 80 ist gut. Alles darunter ist so, naja. Lass los. I've got Seraphine Shields, I've got Ivern Shields, I've got Eclipse. Oh, Barrel ist richtig tanky. Nein, jetzt sehen wir hier gleich, kommt die Preemptive Ulti. So, schaut auf den Seraphine Damage, by the way, da knallt's gleich. Boom. Junge, Guma ist komplett explodiert von Deft. Aber ist fein. Zwei neue Items jetzt fertig bei Deft. Oh, yeah. Aber der Jace ist gefährlich und der Jace geht auch für Serpent Fang. Nice. Sorry, we figured it out. Mm. Yep. That is probably the best item choice that you could buy. I would even say that Gumushi should have built it first. Auf keinen Fall. Serpent Fang first is troll. I think Owner should get one and Carrier should get one as well. We don't want that. Everyone has one and then everything's gonna be fine. I think just the Jace for now is fine. But maybe Senna later. We will have to wait and see, but we have Kisan from the Pog Lab, so he can actually he can have the science for us, right? Yeah. He can tell us whether just one is going to be enough. I feel like this game, fully in control. I mean, they have it's not even 1,000 gold. Yeah. Pass, Kollege Zeus, relativ stark dabei.
Was macht man Seraphine eigentlich? Den Q und dann, ich weiß gar nicht, maximal momentan E oder W? Wahrscheinlich W eher. Aber Q, Level 1 auf jeden Fall. Warum ist es auf Senna uses, aber auf Jace okay? Senna bekommt viel weniger Gold als ein Jace. Das ist das große Problem. Das heißt, bei Senna musst du sehr selektiv sein mit den Items, die du kaufst. Kannst nicht, also IMO kannst du nicht erfordern, Serpents auf Senna zu gewinnen, wenn du nicht super ahead bist. Für die auch Level 1 geiler für den Stun. Ja, es ging ja auch um Max, glaube ich, nicht um Level 1 tatsächlich. Junge. Und der Jace, ne, wir wissen, der Jace ist komplett OP. Der Jace ist komplett OP, Hilfe. I think they wish it was a Mountain Soul. Yeah, I really am looking forward so much to the Serpent Fang value and how much it is actually going to be able to do. 18k damage stellt. Sprichbände. Right now, warst du beim Friseur? Ja, war beim Friseur. Danke fürs Noticen. Ist mein Cosplay für das Start-Event, verdammt. So, nächster Drake Spawn, das ist der dritte für KT und ich sehe es noch nicht, wie sie contesten sollen. Ich sehe es einfach noch nicht. Oh, die haben aber Bock und Ona. Ne, da geht gar nichts. Daisy ist gespawnt, Carrier läuft hier super aggressiv rein, Ona auf einer guten Flank. Faker mit der Wall, Daisy killt den Golem. Keiner killt den Golem, Ona wurde gespottet jetzt. Oh, boah. Das war close. Nice try, honestly. Und Guma ist komplett fucking useless. TP kommt rein. Oh, war ja. TP kommt rein von Renekton. Die müssen reinkiten. Zeus in the middle of everybody. Deft ist tot, aber at what cost? Ja, schwieriger Lachs. Schwieriger Lachs. So, Ona wird jetzt hier gleich gespottet von Blue Op, das heißt, Barrel Flash dann rüber, versucht den E zu treffen. Wieso man mit Geflash gestorben? Wollte es einfach nicht zünden, I guess. Ja, I guess er wollte einfach nicht zünden. And this is just an easy fall. I appreciate Zayas' heroics here because they already used the shields. The redemption comes down. Depth has to be shielded a second time. He's got enough shields to actually just then take out the Jace. And there's no Guma, so that's just the end of the fight because Faker can't really damage them. He's a stun bot in this game, unfortunately for him. The knockup bot. Entschuldigt das Game. Oh god. Okay, so now we have a cool hat for Deft. Was, der hat einen Hut auf? This is a lot of damage. This is not the classic. Boah, 3 Items fertig bei Seraphine. Eieieiei. Und das Deathcap, das tut richtig weh. Das Deathcap tut richtig weh. Die Magie ist weg. And Senna's so squishy that, die Magie ist weg. You know, she just kind of dies. Faker, similar situation. He has his Seraphs at least, but it's just so hard to deal with this Seraphine's damage plus her utility, right? Her roots, yeah. Her ultimate is fantastic. It's die Magie ist jetzt bei Seraphine, ja, true. Mid Seraphine was a thing for a while, but it was never really built like this. It was just a secondary support. But in this game, you get the shield value. 3,26 Minuten können die tanken, ja, aber kommt der Fiss hier ein bisschen hart jetzt? Schau ich die Lucian an. Junge, warum hat der Lucian Black Cleaver? Was ist das für ein Rotz-Item-Bild? Ach du Scheiße. Was ist das? Faker State jetzt kann ich hier pushen. Was muss T1 im Draft adaptieren? Oh, I don't know, ich mag. Ich mag Talia, ich bin kein großer Freund von Talia, personally. Ich bin kein großer Freund von Talia. 75 Stacks bei 27 Minuten, ach du Scheiße. You know, maybe it's now too late for them to get control as the gold lead is spiked back up here for KT, but still remains to be seen. But I think it's not 100% over, because T1, if they win one fight, could turn this one around. Bisher noch nicht gesehen, nee, hab ich noch nicht gesehen, den Blade, den Lucian Bild. Ist halt oldschool. Hat man damals immer gekauft auf Lucian. Ist er lieber von Arsch? Ja, I guess. Vielleicht war es einfach nur der eine Fighter, ne? Der Torre begangen ist, 0-3. Isaiah is heading home, but they need a defense and they need it now. Yeah, they've got so much poke. Schauen Sie mal, 4K Gold Deeds, jetzt müssen wir schauen. Wary of the fact that there could be a bit of a flank angle here. They can't see the Jace on the minimap.
BDD is rotating in. Ono still looking for that angle, and perfect. He's just prepping this bottom wave. Yeah. If BDD gets picked for any reason, I feel like KT cannot win the fight, but he's just been so careful. Und Zeus hier macht viel Damage, aber wir sehen hier, ne? Das reicht einfach. Das reizt nicht momentan. Das reizt nicht. And he's going to play around it as best he can. Q gonna connect there onto Pjosic. He's just gonna back off. Big shield eruption there. Nee, Deathball kommen könnte. Ja, ich meine, die Sache ist, sie werden Blue Side wählen für dieses Game. Die wollen und dann ist das Ganze nochmal ein bisschen anders, ne? Draft. Muss man immer noch dazu bedenken. Just no great angle here for anyone to teleport to. It's a Jace, you know? Oh God, okay. BDD läuft nach vorne, ja, und der ist halt so sicher. Da geht halt gar, also da geht gar nichts. Drake spawnt jetzt in 30 Sekunden und das ist die Soul für TLT. Kind of prio their way through this mid lane to the dragon spawning in 30 seconds, and that's a ton of damage for the Seraphine. You consider the stat she's already picked up from the solo Infernal Drake with the death cap stacking everything together. So much. Das ist ein bisschen verändert, Tolkien. Alle sagen das. And again, that isn't really necessarily balanced around. Alle sagen das. And so she does a lot of damage. She has the same utility, and this Lucian is so hard to kill because BDD is playing so safe, knowing, as you said, that he is the main character. He is the backbone of this comp. Not to mention, he also gets like. Sie machen für minus Damage. Ist nicht mal minus Damage, aber die haben einfach so viel Sustain auf Seiten von KT. Boah, und das ist ein wichtiger, das ist actually ein wichtiger Blue Reset, ne? Das heißt, BDD muss jetzt hier noch basen und dann TP'en. Was hat er fertig? Rapid Fire? Warte, die geben die Soul. Perfekt, im 5. Was macht der Perfekt? Was macht denn Perfekt? Was ist das denn? Was war das für eine Sieg? Oh, war das disgusting. Was war das denn? They pushed mid all the way to the inhibitor. Was war das? The inhibitor. So doesn't mean you necessarily just for free get the back. I think they definitely should have split their backs and okay. Some members who didn't need to purchase items actually over there to contest some prio because like I said if T1 gets und das ist wichtig, weil das gibt wieder Zeit zu scalen. Ich weiß nicht, wird das scaling technisch hier also boah. Wird das hier scaling technisch besser? Wird das scaling technisch besser? I don't know. Wenn Senna 120 Seelen hat, maybe, aber ja. Geile Faker-Wall, by the way. Richtig, richtig krasse Wall von Faker. No joke. Richtig krasse Wall von Faker. Okay, wir gehen nicht für Double Lethality. I like that a lot. Danke für den Interview, Opsi. Gerne. Danke fürs hier sein an jeden von euch. Schön Flash muss getönt werden. Vielen Dank fürs hier sein an jeden von euch. Item Value 5000 Gold mehr. Ja. Infernal Dragon for T1, but it's really good for T1 that they didn't give the Infernal Soul to KT. However, it's less good that they didn't actually win a team fight and KT still have map control and yeah, that inhibitor. So wird das fertig bei Jace. 4 Items. Ja. Ist komisch aus heute selber. So Jace, also viel besser wird es nicht mehr. Ja, besser wird es nicht mehr. Oder viel besser wird es nicht mehr. Wenn du ein Wurm hast, würdest du trotzdem Timon Coke hast? Nein. Wenn ich ein Wurm wäre, wäre ich schon lange umgetreten gewesen. Mortal Reminder. Ist das Human? Ist das Human statt LDR? Peculiar how KT keep like having the perfect angle to start Baron and having the choke point control, get set up brushes and then just go chase a Sejuani. Just put up the brushes. Ona, mach Meter, mach deine verdammten Ona. Okay. Mach deine Meter. Ist gut hier, to be honest, I mean, it's fine. Fake Ulti kommt raus. Oh, mach Meter, mach deine Meter, mach deine Meter. Er hat Mercs, he's fine. Und TP kommt rein von Perfect, wunderbar. Carrier, he's fine as well. Okay, passt. Passt. What if you were a passt. Level 13 auf den Guma, das macht mir ein bisschen Sorgen. Aber Level 16 auf Carrier. Nash start jetzt. Kein Flash auf Perfect. Kein Flash auf Perfect, kein Flash auf Barrel, keine Ulti auf Barrel. Maybe playable. Perfect, halbe HP. Perfect ist richtig low. 3 KP. 50-50-50-50. Nash Steal. Nash Steal von Ona, das ist eine fette Seraphine-Ulti. Aber oh Gott, raus. Jeder nur so, wie er kann. Jeder für sich selbst. Raus. Ona tankt auch noch ein. Oder macht Ona Meter. Ona macht so Meter. Okay.
ground sound means that he's just never going to be able to touch the Seraphine. And oh, this is okay, 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 okay. T1, it's likely that KT can still do some big damage okay. to this base. I mean, Zeus, he did kill a lot of shields. Boah, die können so hart engagieren, Bro, der Ulti. Weg, Faker, weg, 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 weg. Du hast keine Ulti. Er kann Flash, I mean. Hat aber noch Sonjas. Oi, 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 oi. Er hat Faker. Oh, weia, er ist tot, er ist tot. He dead. Carrier auf die As Gumiushi slinks into the mist, but he might want to stay there as this game is over. KT roaring back into the series. It would not das ist jetzt ein bisschen antiklimatisch, oder? Das ist jetzt ein bisschen antiklimatisch, oder?